Lala, you done down me and you bet I felt it. Tried to be chill, but you're so hot that I'm melting. Fell right through the cracks. I'm trying to get back. Well, I want hesitate. I'm Yours von Jason Ross. Das ist eigentlich eher so ein Reggae. Er spielt es live auch als Reggae, aber in der Studioaufnahme, da macht er nur was anderes. Und an die Studioaufnahme angelehnt will ich heute dieses Tutorial machen. Also es ist grundsätzlich mal eine Akkordfolge. Und zwar ein B-Dur, ein Fis-Dur, ein Gis-Moll und ein E-Dur, den man jetzt hier spielen kann oder auch als Barré-Griff hier. Und das ist eine 1, 5, 6, sorry, eine, da habe ich einen Schmarrn gemacht. Hier ist der Fehler. Es ist eine 1, 5, 6, 4 Akkordfolge. Erste Stufe, fünfte Stufe, sechste Stufe und vierte Stufe. Das ist der sogenannte Four-Chord-Song. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Das ist wohl die bekannteste Akkordfolge überhaupt. Das Video habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also, er spielt es live manchmal mit Capo, ich glaube im zweiten Bund und dann quasi in A-Dur, wobei er spielt es dann trotzdem mit Barré-Akkorden, also ich habe den Sinn und Zweck nicht ganz verstanden, er wird seine Gründe haben. Ich weiß es nicht genau. Ich mache das einfach so mit Barré-Griffen. Dann machen wir folgendes. Wir spielen auf die 1 den Bass. Auf die 1 und, hier einen betonten Schlag, 1 und. Auf die 2 ist eigentlich mal nichts, 1 und 2 und auf die 2 und spielen wir dann wieder einen Akkord. Und hier ist eigentlich dann Hälfte, weil ab hier wiederholt sich das Ganze. 1 und, Pause und. So kann man das schon mal super im Reggae-Style spielen. Und ich halte die Akkorde kurz, deswegen sind Barré-Griffe hier super, weil man durch das Druck wegnehmen in der linken Hand hier dann den Akkord abstoppt. Fis-Dur, Gis-Moll und E-Dur. So, und da kann man jetzt eben mehr Groove reinbringen, indem wir mit 16 Noten im Shuffle-Rhythmus, also im nicht gleichmäßig, sondern galoppierendes Pferd vorstellen und in diesem 16 Shuffle auffüllen. Und dann klingt es so. Leicht abgedämpft mit der rechten Hand. Total cool, macht voll Spaß. Ups, hier das E. Ich würde dir immer wieder mal empfehlen, das Video zu pausieren, um dir Sachen aufzuschreiben. Dazu habe ich ein Vorlagenpaket kreiert, das man sich auf meiner Homepage runterladen kann. Du musst dafür nichts bezahlen, du trägst dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse ein und kriegst es dann per E-Mail zugeschickt. Außerdem ist es manchmal sinnvoll, die Wiedergabegeschwindigkeit vom Video runterzusetzen. Das kann man hier in YouTube machen, indem man auf das Einstellungsrädchen drückt und dann die Wiedergabegeschwindigkeit anpasst. Es kommt zwischendrin immer wieder mal ein Cis 7 Akkord. Der hier, also ein Cis-Dur ohne den kleinen Finger, auf dem er dann lange drauf bleibt. Der wird immer wieder mal eingeschoben, wenn man sich die Aufnahme anhört, dann merkt man das sofort, wo das ist. Das ist der Teil, der da einfach raussticht. Und wir haben jetzt so einen kleinen Zwischenteil, eigentlich ja mit denselben Akkorden, ein bisschen anders angeordnet. Und zwar haben wir hier ein B. Dann haben wir ein Fis-Dur mit A ist im Bass. Das ist jetzt der hier. Das ist ein Fis-Dur-Dreiklang und hier hat man den Akkord oder den Basston A ist. So, wenn der zu schwer ist, der spielt hier einfach einen ganz normalen Fis-Dur. Kann man hier einen Fis-Dur spielen, also das ist jetzt nicht so schlimm. Dann haben wir Gis-Moll, Fis-Moll, E und Cis 7.
Da improvisiert er gesanglich so ein bisschen drüber. Genau, was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe die Barré-Griffe mit dem Daumen übergegriffen. Das heißt, nicht so, sondern immer so, dass ich mit dem Daumen den Basston habe. Ich finde, dann kriegt man noch ein bisschen mehr Groove rein. Das ist aber überhaupt kein Muss, aber das ist für mich persönlich nur mal eine coole Möglichkeit, ein bisschen den Bass extra zu sehen und mehr Groove reinzubringen. Bloß so am Rande. Wenn du dich für so rhythmische Sachen, Rhythmus und Groove interessierst, dann kann ich dir meinen Rhythm and Groove Workshop empfehlen. Da werden solche Sachen vertieft. Der hat schon einigen Teilnehmern geholfen, ein gutes Bewusstsein für Rhythmus zu entwickeln. Und ja, wer mich kennt, weiß, das ist einer der wichtigsten Punkte für mich überhaupt. Lieber Grooves, als dass man irgendwie viele und komplexe Sachen spielen kann. Rhythmus ist alles.